Jo, was geht ab, Freunde? Meti am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute haben wir das nächste Kreisliga-Spiel für euch. Und falls ihr das letzte Spiel gesehen habt, wisst ihr, dass wir es leider nicht mehr in der eigenen Hand haben. Wir haben heute Freitagabend und spielen gegen Linz zu Hause in Willroth. Und falls ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr, dass der Patrick freitagsabends nicht kann, weil er da Schule hat, Freunde. Und deswegen kann er heute nur die Daumen drücken. Aber wir müssen heute irgendwie punkten, Freunde. Und ja, wir müssen uns aber an dieser Stelle nochmal für euren tollen Support bedanken. Wäre klasse, wenn jeder von euch mal einen Daumen hoch reinhauen könnte. Wäre geil, wenn wir an die 10.000 Likes rankommen, Freunde. Schreibt einen Kommentar und bleibt bis zum Ende dran. Denn am Ende habt ihr die Chance, ein paar New Balance Handschuhe abzustauben. Wie und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Ende. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich fahre jetzt los, Tasche etc. alles schon im Auto. Und dann versuchen wir irgendwie 3 Punkte zu holen. Let's go. So, Freunde, bevor es mit dem Spiel losgeht, muss ich nochmal dazwischen funken, denn ich habe noch eine krasse Info für alle Leute aus Berlin und Umgebung. Am 27. Mai, am Tag vom DFB-Pokalfinale, werden wir in Berlin sein. Das heißt, Patrick, Yannick und ich. Und wir werden an einem Fußballturnier von Nike und 11 Team Sports teilnehmen. Wir werden für 11 Team Sports antreten und wir brauchen noch 3 Teammitglieder. Diese werden wir über Instagram suchen und anschreiben. Das heißt, ihr könnt uns jetzt auf Instagram folgen. Da werden wir in der Story über einen Beitrag wahrscheinlich auch noch sagen, wann und wo ihr sein müsst. Und werden vorher natürlich eure Größen abgleichen. Es wird Klamotten für denjenigen geben oder für diejenigen und Schuhe. Also mega cool. Falls ihr da Bock drauf habt, am 27.05. Und ja, checkt Instagram aus, ist eingeblendet und findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Spiel. Da sind wir auch schon am Sportplatz und die Mannschaften gehen dieses Mal ein. Und wir haben die Tabelle von letzter Woche. Ihr habt es wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand. Somit müssen heute irgendwie 3 Punkte her, damit wir noch mit im Rennen sind, Freunde. Und man muss dazu sagen, der vorletzte Platz ist kein Abstiegsplatz, sondern ein Relegationsplatz. Und das ist unsere Aufstellung für heute. Ich spiele hinten drin. Davor Max, der Pat und der Lars. Der Lars heute mit einer ungewohnten Position in der Dreierkette. Links der Jonas, rechts der Tenner, auf der 6 der Dennis. Mit dem Mike, der heute aushilft, genauso wie der Dom aus der ersten Mannschaft. Und vorne drin Pudi und Benny. Diese Kombination kennt ihr noch aus dem Oberlar-Spiel. Und wir wollten in der Offensive was tun. Da hatten wir noch auf der Bank als Ersatz den Nico, den Silvan, den Niklas, den Ole und den Sascha, zusammen mit unserem Coach, dem Björn. Und wie ihr schon vorher gehört habt, der Patrick, ja, war ja in der Schule, somit hier nicht auf der Bank, Freunde. Und ihr wisst es vielleicht noch vom Hinspiel und könnt euch vielleicht an den Kollegen erinnern. Der kommt jetzt rechts gleich ins Bild reingelaufen. Es ist Noel Kiepre, da ist er mit der Nummer 13. Und ja, damals hat er in der Saison 1999 bei Energie Cottbus gespielt, war im Kader, zusammen mit Legenden wie Miriuta und Tomislav Pipliza. Und wer kennt ihn nicht? Der legendäre Torwart von Cottbus, der damals wahrscheinlich das kurioseste Tor in der Bundesliga-Geschichte kassiert hat. Und hier geht's dann auch schon los. Ihr könnt sehen, der Ball auf dem holprigen Hartplatz, der aber gar nicht mal so schlecht an diesem Tag war, muss man sagen. Und ja, man musste immer aufpassen mit Ball an- und Mitnahme und mit den gespielten Bällen. Die erste Annäherung hatte dann auch Linz in der 3. Spielminute, aber dieser Ball ging relativ deutlich drüber. In der 7. Spielminute könnt ihr sehen, dass der Jonas hier den Ball erobert, spielt schön mit dem Domme zusammen, den Ball nochmal zurückgelegt auf den Dennis, der lässt einen Mitspieler stehen und das ist einfach gut gespielt, dafür, dass es auch auf dem Hartplatz ist. Und der Domme ist auf der Außenbahn durch, kann sich gegen den Gegenspieler durchsetzen, versucht den Ball in die Mitte zu bringen, aber der Ball wird erstmal geklärt. Danach wieder Linz in der 10. Minute im Angriff. Hier kommt die Nummer 7 an Lars vorbei. Er will natürlich keinen Foul begehen. Und jetzt könnt ihr mal kommentieren, ist das ein Elfmeter oder nicht? Ich konnte jetzt an den Stimmen von außen hören, dass ja viele gesagt haben, er ist zu schnell gefallen. Ich bin auch der Meinung, dass er diesen Elfmeter zu sehr gewollt hat. Aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Schiedsrichter, der diese Situation als Foul werten würde. Ich schlage den Ball nach vorne und der Pudi kann diesen Ball super behaupten, Freunde. Ungeschnittene Szene, die Flanke kommt rein und der Benny nimmt ihm Volley. Und
Ich habe ihn von hinten drin gesehen. Ich habe ihn von hier auch schon drin gesehen. Aber der Ball war leider nicht drin. 13. Spielminute, Eckball für Linz. Und das sollte gefährlich werden. Der Ball fällt dem Siebener vor die Füße und er trifft den Ball nicht richtig. Glück für uns, Freunde. Und es ging weiter mit der 21. Spielminute. Hier ist der Ball eigentlich schon verloren. Der Tenner setzt aber nach, lässt sich anschießen und erobert den Ball zurück. Spielt den Ball auf den Domme. Der sieht den Benny am langen Pfosten. Und die nächste Chance, diesmal per Kopf. Und ja, der Benny ist immer brandgefährlich. Das werdet ihr noch öfters heute sehen. Das wisst ihr auch eigentlich schon. Und hier verspringt der Ball dem Linzer Mittelfeldspieler. Wir erobern den Ball. Der Ball wird schön weitergespielt. Pudi auf den Benny. Und jetzt haut er das Ding furztrocken ins kurze Eck. Damit hat wahrscheinlich auch der Torwart nicht gerechnet. Mit dem schwachen linken Fuß. Und da ist das 1:0 durch den Benny. 6. Saisontor im 6. Spiel mit 0 Trainingseinheiten. Das ist Kreisliga, Freunde. Und Benny zeigt wieder mal, dass er es drauf hat. Und das war richtig schön durchgespielt. Vielleicht sieht der Torwart hier jetzt nicht optimal aus, weil die kurze Ecke ist bekanntlich die Torwart-Ecke. Aber natürlich gut für uns, weil wir mussten endlich mal nochmal in Führung gehen. Das ist jetzt schon länger her. Und hier sehen wir, dass Noel Kipre hier einen Fehlpass spielt. Das ist man vielleicht nicht so gewohnt. Und der Pudi hat da ganz viel Platz auf dem rechten Flügel. Nur 2 Minuten nach dem 1:0. Und der Pudi will es selber machen. Trifft am Ende den Ball nicht richtig. Kein Problem für den Linzer Schlussmann. Nur 1 Minute später, Gegenangriff von Linz. Der Max kann den Ball klären, aber der Ball kommt genau zum Linzer Gegenspieler. Der sucht nochmal den Stürmer und da ist es wahrscheinlich dem Platz zu verdanken, dass der Ball versprungen ist. Und jetzt hört doch mal bitte rein. Meti auf der Suche nach einem Ball. Das ist den komplett fertig geworden. Da kommt er. Meti, der Ball kommt. Ja, da ist er. Ja, holen dir. Ja, da ist er, du hast ihn. Grüße gehen an dieser Stelle raus an unsere Damenmannschaft. Danke für den tollen Support draußen und man merkt auch, die hatten Spaß. Und in der 40. Spielminute, der Lars ist ein wenig zu weit weg von seinem Gegenspieler und wir haben Glück, dass er diesen Ball nicht trifft. Aber dieser Fehler sollte dem Lars nicht nochmal passieren. 42. Spielminute, der Benny gegen 2 Gegenspieler an der Eckfahne kann den Ball nicht behaupten. Ja, Noel Kipre macht das natürlich auch wirklich routiniert, aber der Ball kommt zurück, der Pudi kämpft um den Ball und dann kommt der Torwart rausgerauscht und trifft nur den Pudi. Und das ist wirklich unnötig eigentlich an dieser Stelle, weil der Pudi wäre ins Ausgelaufen, das tat ihm auch sichtlich weh, aber glasklarer Elfmeter, wir schauen nochmal drauf und ich muss sagen, hier hätte ich mir eine gelbe Karte vom Schiedsrichter gewünscht, keine rote auf keinen Fall, aber eine gelbe wäre angebracht gewesen. Und der Jonas tritt den Elfmeter und eiskalt verladen, Freunde. Saisontor Nummer 5 für den Jones. Und somit stand es 2:0 kurz vor der Halbzeitpause. Psychologisch ganz wichtiger Zeitpunkt natürlich, um mit einer 2-Tore-Führung in die Pause zu gehen. Es hätte noch höher ausfallen können. Hier ist ein katastrophaler Rückpass. Wirklich sehr hoher Ball auf den Torwart zurück. Und der hat an dieser Stelle nicht den Ball gespielt, sondern eigentlich nur den Benny. Und der Domme wollte ins leere Tor schießen, hat aber den Ex-Bundesliga-Profi nicht gesehen. Und das ist das, was ich meine. An dieser Stelle hätte ich normalerweise die 2. gelbe Karte für den Torwart gegeben. 45. Spielminute, es gibt nochmal Eckball und es geht hin und her im Strafraum. Der Pudi erobert den Ball, legt auf den Jonas ab und der Ball geht knapp vorbei. Wirklich schade, sonst hätten wir schon mit 3:0 führen können. 47. Spielminute, wir kommen wirklich gut aus der Pause raus. Der Pudi spielt einen geilen Ball auf den Dennis. Der kann den Ball erstmal behaupten, spielt den Ball an den langen Pfosten, das ist der Benny. Und schaut euch an, was er macht. Er nimmt den Ball in Ruhe an, geht weiter. Was ein Trick und der Ball ist in der Kiste, Freunde. Und man kann jetzt munkeln, dass das kein gewollter Trick war und er am Ball vorbeigetreten hat. Wir haben nachgefragt, das war alles geplant und nee, Spaß, Freunde. Also, ich glaube schon, dass er den ersten Ball mit seinem schwachen Fuß ins Tor befördern wollte, es aber nicht geklappt hat. Hier nimmt er den Ball mit und genau jetzt tritt er den Ball mit dem rechten Fuß weg und ja, damit hat der Torwart auch nicht gerechnet, genauso wenig wie der Benny. Aber somit stand es 3:0. Der Benny trifft doppelt, nicht zum ersten Mal diese Saison. Dann kam aber die rasche Antwort von Linz. Die Nummer 19 hat zu viel Platz und versenkt mit einem satten Schuss den Ball zum Anschlusstreffer im Netz, Freunde. Da kam ich nicht rechtzeitig runter und habe den Ball auch relativ spät gesehen. Aber wir sehen hier nochmal ein richtig guter Schuss, der
gut gesessen hat, unten links in der Ecke. Somit war das Spiel wieder offen. Nummer 20, langer Ball über den Lars hinweg. Ich komme rausgestürmt und kann den Ball mit meiner Schulter parieren, sodass der Putt zur Ecke klärt. Und ja, da war die Breite mal vom Vorteil. 59. Spielminute, wir gehen wieder aggressiv drauf, der Pudi bekommt hier den Ball und geht an allen vorbei, steckt den Ball durch, der Ball kommt zu Benny, der lässt den Abwehrspieler stehen und das Tor ist quasi frei, aber er schiebt den Ball vorbei, das war wahrscheinlich bis jetzt die einfachste Möglichkeit, zumindest waren die zwei Positionen, wo er vorher getroffen hat, deutlich schwieriger, aber dieser Ball sollte nicht reingehen. Dann 70. Spielminute, ihr könnt sehen, wir machen Druck und der Max erobert den Ball und das ist eine klare Abseitsposition, nicht geahndet vom Schiedsrichter, der Benny macht ihn irgendwie rein. Unglaublich aber war, es steht 4:1, Benny macht einen Dreierpack, 8. Saisontor im 6. Saisonspiel und ja, vorher war es eine klare Abseitsposition, ist zwar nicht ganz drauf, sieht aber stark danach aus, muss man an dieser Stelle ehrlich sagen. Der Torwart pariert den ersten Ball, aber danach haut er ihn eiskalt rein und Benny macht seinen nächsten Treffer. Unglaublich, aber wahr. 75. Spielminute, jetzt kommt ja eine unschöne Szene. Hier ist der Pudi am Ball, ich weiß nicht, ob das abseits war, es wurde aber abseits gepfiffen, der Pudi, ja, will den Ball wieder zurückgeben, klar. Der Torwart kommt raus und jetzt kommt ein kleiner Schubser. Okay, das muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein. Und der Torwart konnte aber trotzdem 90 Minuten durchspielen. 80. Spielminute, wir machen weiter und ja, wir haben nicht aufgehört. Was ein Ball vom Pudi. Der Jonas gegen den Torwart, diesen hält der aber richtig gut. Aber der Ball ist immer noch heiß. Der Benny am Ball lässt wieder die Spieler stehen, spielt auf den Jonas und der Ball wird abgefälscht zum Eckball. 8 Minuten vor Schluss kommt es zu einer Szene, die ich mir bis jetzt immer noch nicht erklären kann. Der Max erobert hier den Ball und der Gegner, ja, wollte Trikottausch oder ähnliches, hat am Trikot gezogen bis zum geht nicht mehr und da musste das erste Trikot dran glauben. Es ist unglaublich, aber wahr. Ja, Max sein Trikot musste dran glauben, Freunde. Und falls ihr uns auf Instagram folgt, da habe ich auch ein Bild gepostet dazu. Und ja, ihr könnt sehen, wie das hinten runterhängt. Und dann, der Schiri hat nicht mal Geld dafür gegeben. War dann aber der Meinung, dass der Max ein anderes Trikot anziehen muss. Grüße gehen raus an Puma von der Europameisterschaft. Da hatten die ja dasselbe Problem. Ja, in der Kreissieger, ja, ist dasselbe, ne? Und hier kommt ein guter Ball vom Max auf die Außen, das war aber wohl auch abseits, so wie man es hier sehen kann. Aber ihr könnt sehen, wir spielen natürlich weiter, wenn nicht gepfiffen wird. Pudi hält den Ball hier gut, legt den Ball zurück auf den Silvan, der reingekommen ist. Und ja, das war seine erste Chance, nachdem er in der 65. Minute eingewechselt wurde. In der Nachspielzeit nochmal Linz mit der Chance. Hier die Nummer 17, legt den Ball ab und der Ball kommt nicht richtig aufs Tor, bis der Ball bei Noel Kiepre landet. Er kann ihn irgendwie an allen Mann vorbeischieben, aber auf der Linie ist der Tenner zur Stelle und kann den Ball klären. Und kurz darauf war dann auch Schluss. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an die Nummer 14 von Linz, Freunde. Denn das ist ein treuer Abonnent, wie er zu mir während dem Spiel meinte. Mega cool. Und Grüße gehen raus an die drei Jungs, die extra aus Gummersbach angereist sind. Die hatten die Möglichkeit, in Köln Fußball zu gucken. Warum soll man das wahrnehmen, wenn man schön am Hartplatz Kreisliga gucken kann? Also, ihr könnt jetzt sehen, wir haben einen Big Point gelandet nach diesem Spieltag. Wir haben alles wieder in der eigenen Hand. Nächste Woche geht's gegen Melsbach. Da wollen wir die nächsten 3 Punkte holen. Und jetzt gebe ich ab zum Outro. Let's go. Ja, Freunde, was ein Kreisligaspiel. Wir konnten Gott sei Dank gewinnen. 4:1. Ich denke, das Ergebnis geht auch unterm Strich in Ordnung. Und jetzt sieht die Tabelle doch wieder ganz anders aus. Aber wir haben noch 2 schwierige Spiele, 2 schwierige Endspiele vor uns. Also, wir hoffen auf euren Support. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Seid aktiv, Freunde. Jeder, der das Video schaut, gibt doch einfach mal einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Und jetzt erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um diese Handschuhe zu gewinnen. Ganz einfach, Freunde. Als erstes müsst ihr unseren Kanal abonnieren, also PMTV abonnieren. Dieses Video mit einem Like bewerten. Dann uns auf Instagram folgen. Ganz wichtig, Freunde, denn da verkünden wir auch die Gewinner und werden die da auch anschreiben. Und dafür brauchen wir einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen. Und ja, das ist alles, was ihr tun müsst, Freunde. Steht auch alles nochmal auf dem Bildschirm. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind immer noch da, Freunde. Und ja, wir sehen uns bei einem frischen Video morgen. Haut rein, macht's gut und ciao.